Hallo Leute, ja, wir sind hier, haben letztes Mal den Kohlenstoff gemacht für den Generator, damit wir auch nachts Strom haben, wenn die Sonne nicht da ist. Momentan sind aber Akkus da, die noch laufen. Da müssen wir mal gucken. Der da oben wird allerdings gerade, wie wir sehen, schon leer. Das ist also noch nicht richtig am Laufen. Das heißt, wir können jetzt nochmal hier den einen darüber bringen. Und dann müsste man den Generator anmachen, damit hier ordentlich Power hinkommt. Und dann müsste der hier auch wieder schneller laufen, ne? Oder? Ach, nee, müsste er ja nicht, weil tatsächlich der Generator nicht angeschlossen ist, wie ich so gerade sehe, oder? Ja, da müssen wir mal gerade noch gucken, wie wir den Generator auf eine Plattform kriegen, ne? Geht das hier? Sieht wohl so aus. Und wenn man jetzt einschalten, sollte das auch flott funktionieren. Ja, jetzt ist er angeschlossen. Gut, dann sind wir da schon ein Stück weiter. Das funktioniert mal. Wir wollten jetzt gucken, dass wir Aluminium mehr haben, um dann einen Trecker zu bauen und mit Anhänger. Gut, Logo gucken und dann auf Großbildschirm. So, dann müssten wir jetzt nur schauen. Aber mich. Also der Müll hier, ne, der geht mir schon ein bisschen auf den Sack. Wo war jetzt hier der Schredderer? Kann man da was reinschmeißen? Das ist die Frage, ne? Ne, da sind wir schon durch, glaube ich, ne? Ja. Hier gab es den nicht. Gab es den da hinten? Vielleicht. Da ist der Traktor. Hänger, Feststoffschubdüse, Verpacker, kleiner Kanister, Arbeitsdicht, Blutlicht, Dynamit, mittelgroßer Drucker, Sauerstoffmacher, mittlerer Schredder. Da ist er. Dafür brauchen wir Eisen. Haben wir natürlich nicht. Der Ressourcenkanister. Nee. Nee, das geht auf Trecker und Anhänger zu, dann weiter. Dafür brauchen wir Aluminium. Aluminium war wo? Gute Frage, ne? Ne, fällt mir jetzt gerade hier für diese Region nicht ein, wo das ist. Der brodelt hier ganz gut vor sich hin, ne? Aber momentan ist ja erstmal gut. Der verbraucht das ja. Der Akku da oben wird auch nicht unbedingt geladen. Das heißt, selbst wenn die Forschung zu Ende ist, geht es erst weiter. So, Buggy ist hier unten. Steigen wir erstmal ein und gucken, was wir Neues machen können, oder? Diese Plattform da, die war jetzt auch nicht so der coole Teil, ne? Warte mal. Was liegt denn hier? Wolfram, okay, dann tu das mal da hin. Ja, das wird wohl nichts mit der Plattform. Egal. Steigen wir hier ein und fahren erstmal in die Richtung. Weil da war dieser Höhleneingang, da ging es ja runter, ne? Hier ist Harz und Gemisch. Vielleicht fahren wir einfach noch ein Stück mal nach hier. Ich weiß gar nicht, ob wir hier schon mal weiter gesucht haben. Region Dünen, okay. Da links ist so ein Schießding, glaube ich. Das ist auch Gemisch. Hier ist ein Loch. Aber hier haben wir schon gegraben, oder? Haben wir schon Harz weggeholt. Denke ich mal. Gibt es hier noch was Interessantes für uns? Ich glaube erstmal nicht, oder? Da unten ist was Brauchbares, oder ist das auch Gemisch? Ne, ist auch Gemisch. Okay. Fahren wir mal hier mehr hin. Tja, hier ist jetzt viel Licht. Hier ist so eine Kapsel. Da ist Gemisch. Da ist noch eine Kapsel. Da ist noch eine Kapsel. Ich glaube, wir müssten mal gerade einmal hier aufladen.
Da ist wieder Gemisch. Okay, da geht es auch wieder in den Keller. Sehe aber jetzt auch nicht gerade sofort was. Ich glaube, das gefällt mir nicht, da reinzufahren. Hier ist ein Fahrzeug. Mit Platten sozusagen. Da sind Verbindungen drauf, die ich so nicht nehmen kann, aber ich würde sie trotzdem erstmal gerade mitnehmen, oder? Und dann wieder ins Auto. Da ist noch mehr Gemisch. Was ist das davor? Das glitzert doch, da ist sowas anderes. Ah, Ammonium, glaube, oder? Ja. Ist doch Ammonium, ne, oder? Ja. Brauche ich jetzt erstmal nicht wirklich, glaube. Und was ist das? Nochmal Gemisch? Ja. Und jetzt haben wir immer noch keinen Sprengstoffdynamit mit, ne? Hier ist die nächste Kiste. Region Berge. Region Berge ist schön, aber da falle ich ziemlich tief runter, wenn ich da jetzt runterfahren würde. Ne? Macht vielleicht nicht so einen Sinn. Was sind das für Geräusche? Sind das irgendwelche Pflanzen, die diesen Krach machen? Okay, wir sind erstmal wieder hier. Da vorne ist noch was Schönes, das können wir uns mal angucken. Vielleicht finden wir da ja noch was, ne, oder? Irgendwo waren wir bei so einem Teil schon drin und haben das leer gebeutet. Ausgebeutet, ne? Könnte hier gewesen sein, ne? Schutt. Ich glaube, das ist das hier. Das haben wir schon ausgeräubert und das ist ein Forschungsgegenstand. So ein Shit aber auch, ne? Den kriege ich aber auch jetzt hier irgendwie nicht weg. Okay, den kann man dann auch ausgraben, wenn es sein muss, ne? Ja, aber so wirklich ist jetzt hier noch nichts, ne? Hier ist wieder Ammonium. Warte mal da. Ach, das ist so eine Pflanze. Ich dachte, das wäre ein Kran, eine Bohrplattform oder sowas, aber das ist einfach nur so eine Geschichte mit, ne? Pflanzen. Kommt man hier weiter ohne irgendwie? Ja, da kommt man runter zum Beispiel auch. Aber da ist schon Ende. Okay, dann brauchen wir hier nicht weiter reinfahren. Dieses Loch hat uns nichts gebracht. Weiter gucken, wo wir hier kommen. Okay, hier ist eine Schräge. Da hinten ist wieder was Abgestürztes. Hier haben wir Harz. Und Gemisch war da auch. Und hier ist ganz viel Biomasse. Und hier ist wieder was hier so rumliegt. Gucken wir mal, was, ob da was drin ist. Schrott können wir so direkt mitnehmen. Oh, Dynamit. Das war viel wichtiger da drin. Feststoffbooster. Da oben ist leer. Da rechts ist noch was. Wolfram, okay. Ich glaube, das war's, oder? Schutt. Schutt. Ja, mehr ist nicht dran. Ne? Aber das Dynamit, das ist schon mal cool, ne? Das
Jetzt müssen wir nur dann so einen Kanister finden. Gut, da hinten ist unsere Basis, oder wie sehe ich das? Könnte sein, muss aber nicht, ne? Aber lass uns mal dahin fahren. Wenn es nicht die Basis ist, dann ist es ein cooles Ziel. Okay, was haben wir hier? Gemisch. Ammonium. Vorsicht, tiefes Loch. Nee. Doch da tiefes Loch. Aber da nicht. Wo ist denn der Anzeiger jetzt? Da. Aber das ist ein anderer Anzeiger. Hier ist irgendwie was Basismäßiges. Ist aber nicht unseres, oder? F. Oh, schweben wir ziemlich hoch, ne? Haben wir das schon mal gebaut? Sind wir hier zweimal hingeflogen? Ich weiß es nicht. Ja klar. Wir waren doch schon mal hier. Hier, da oben ist unser Solarpanel drauf. Alles gut, wa? Naja, ein Trecker hatten wir ja auch schon, ey. Und jetzt stellt sich dann die Frage, wo ist schöner, hier oder da hinten, ne? Kann ich die andere Basis irgendwo sehen? Wahrscheinlich nicht. Oh Mann, ey. Das ist jetzt nicht so dolle. Oder, naja, ist schon dolle, ne? Weil wir haben jetzt alles hier auch nochmal, ne? Obwohl, da hinten ist noch eine Forschungsstation schon. Das ist das Leuchtfeuer. Ja, lass es mal hier. Obwohl, hier sieht es so aus, als ob das hier besser läuft wie bei uns. Die Batterien sind voll. Und hier gibt es auf jeden Fall Schwefel. Den sollten wir vielleicht mal mitnehmen. Aber Rucksack ist voll, schade. Aber ich würde auf jeden Fall den Trecker jetzt mitnehmen und nicht den Buggy. Es war jetzt ärgerlich, dass der Buggy dann hier stehen bleibt, aber... Ich finde es dann doch besser. Aber den Generator, den machen wir ab. Den backe ich mir hier lieber auf den Dingensanhänger drauf. Den brauchen wir nämlich eher. So, okay, dann sind wir jetzt hier. Aber was machen wir hier? Und wo müssen wir vor allem hin? Gibt es denn noch mal eine Karte hier? Kompass und so. So, warte mal. Ich glaube, das kriegt man nur so. Okay, das war jetzt keine gute Idee. Ist denn hier noch ein Lager? Ein Lager war hier nicht, oder? Aber wir könnten noch was mitnehmen, ne? So ist ja nicht. Wir haben ja den Trecker hier. Der Sauerstoffmacher ist jetzt nicht unser Ding. Der Drucker wäre es auch nicht. Also wenn, dann würde ich tendenziell hier so ein Solarpanel noch mitnehmen wollen. Das nimmt natürlich viel Platz weg. Aber besser als gar nichts, oder? Da war doch noch der Schwefel, ne? Das ist ein Drucker, den wir da auch haben. Den Drucker haben wir da auch. Ja, die Batterien sind jetzt hier schön zwei. Haben wir da hinten aber auch. Und diesen Brennofen haben wir da auch. Breite Anpassung. Geländewerkzeug. Oh, weiß ich jetzt gar nicht. Hier ist noch was dran. Ich glaube, wir lassen das so. Das, was wir jetzt haben, nehmen wir erstmal mit. Und jetzt müssen wir nur zurück. Ach so, wir wollten eigentlich gucken, wo unsere Basis ist. Aber diese Pflanze hindert mich so ein bisschen daran.
So, ich glaube, wenn ich hier aussteige, passiert mir vielleicht nichts, ne? Nö. Was war das jetzt denn? Was hat er? Okay. Ach, das ist ein Kabelverbinder, den habe ich aus dem Rucksack genommen, kann da sein? Warte, jetzt muss ich, glaube, den da erst aufmachen, dann kann ich den, glaube, da wieder reinsetzen, oder? Okay, das hat geklappt. Rucksack wieder zu. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie kriege ich denn den Kompass? Da. Aber da gibt es noch diese Symbole. Ne, dann ist das das Falsche. Oh. Und. Das war das? Ne. Wenn ich das mal jetzt noch wüsste, wo das war, ne? Da ist es. Missionslogbuch, Forschungskatalog. Wir sind hier, da ist so ein Teil. Ah, dahin ist unsere Rakete, also diese Richtung. Tja. Kriege ich das Ding jetzt hier gedreht? Da vorne ist noch mal irgendwie was, ne? Grün. Ich habe keine Ahnung, wofür das Grüne ist. Da hinten ist die Rakete, okay. Scheint nicht ganz so weit weg zu sein, oder? Geht eigentlich, oder? Ich glaube, hier unten sind wir reingefahren, ne? Kann das sein? Ja. Ist gar nicht so weit auseinander, können wir mit leben. Was sind das für Jingle gewesen da? Warte mal, da muss was sein, was ich gebrauchen kann. Ah, hier sind so Teile, aber die sind wahrscheinlich unter mir. Gut, wissen wir Bescheid. Alles klar. Erstmal mit dem Trecker dahin fahren. So, jetzt haben wir den Trecker, den wir hier schon mal gemacht hatten. Wir waren also schon doch mal hier drauf. Naja, was soll's. Wie kriege ich das jetzt wieder los? Mit R. Ja, gut. Okay, dann würde ich aber auch sagen, machen wir erst hier wieder einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Hier, das kriegen wir aber noch dran, oder? An dem Teil da, ja.